Als ich als Bub an einem Sonntag nach der Kirche einmal den Gesprächen einiger alter Bauern lauschte, die auf dem Kirchplatz zusammenstanden, hörte ich von einer geheimnisvollen Geschichte. Die Bauern sprachen über einen rätselhaften Mann, der vor über 80 Jahren durch die Gegend zog und seinen Mitmenschen Prophezeiungen gemacht haben soll, die später auf wundersame Weise in Erfüllung gingen. Scheinbar konnte dieser Mann hinter den Vorhang der Zukunft blicken und dabei das Schicksal seiner Zeitgenossen vor sich sehen, lange bevor dieses sich erfüllte. Die Vorstellung war faszinierend und unheimlich zugleich. Die Trachtenwallfahrt hinauf nach Mariaegg im Chiemgau führt genau am Geburtsort dieses von Sagen umwobenen Mannes vorbei. Alois Irlmeier. Und seine Geschichte wird bis heute erzählt. Könnte man vielleicht noch Spuren finden, um das Geheimnis zu lüften? Einen Hinweis darauf, ob dieser Mann tatsächlich sehen konnte, was ein Mensch eigentlich nicht sehen kann? Die Menschen, die Alois Irlmeier gekannt haben und damals noch sehr jung waren, können heute auf ihr Leben zurückblicken. Auf die Wünsche ihrer Jugend und das, was daraus geworden ist. In einer kleinen Ortschaft in der Gegend um Teisendorf leben Hans und Agnes Wareslohner. Agnes war noch ein junges Mädchen, als Alois Irlmeier zum Brunnenbauen auf den elterlichen Hof kam. Damals kannte sie den Hans noch gar nicht. Doch genau der sollte später ihr Mann werden. Irlmeier sah Agnes auf einen Hof einheiraten, der an einer Bahnlinie liegen sollte, und sagte 6 Kinder und ein erfülltes Leben voraus. Und nachher hat meine Mutter gefragt, wie es an Thomas geht. Das war mein Bruder, der ist in den Krieg draußen gewesen. Dann hat sie erst so geschaut. Na ja, hat er gesagt, dem geht's gut, der kommt schon wieder. Und dann, ist er gekommen? Der ist gekommen. Schon bald, 45. Juli schon. Und dann hat er mich gesehen. Dann hat er gesagt, und du? Du wärst eine Bayerin, wo der Eisenbahn vorbeifährt. Dann habe ich gelacht. Nein, habe ich gesagt, das stimmt nicht. Sechs Hexen Straßenbahn auf Minger. Ich komme auf Minger. Ich bin mit einem Musiker befreundet, gell? Und der ist zu Minger um. Dann hat er gesagt, das stimmt nicht. Du wärst eine Bayerin und kriegst 6 Kinder. Dann haben alle gelacht. Ja, ich habe schon daran gedacht, wie ich geheiratet habe, warum er eigentlich das gesagt hat. Aber da ich es überhaupt nicht geglaubt habe. Ich habe es wirklich nicht geglaubt. Und dann ist es halt so dahin gegangen, bis wir 6 gehabt haben. Aber wirklich habe ich da nicht daran gedacht. Kann schon sein, nach den 6, dass es mir eingefallen ist, dass der Irlmeier gesagt hat. Aber ich hätte auch ohne Irlmeier 6 wollen. Die Spuren, die zu Alois Irlmeier zurückführen, haben sich über die Jahrzehnte verwischt. Er war ein einfacher Mann, ein Bauer aus dem Chiemgau, der einst seine Felder bestellte, wie andere Bauern auch. Die wenigen, oft nur schemenhaften Bilder, die man noch in alten Zeitungen finden kann, zeigen einen zurückhaltenden, eher unauffälligen Mann, der im Widerspruch zu stehen scheint zu den Sensationsberichten, die ihn ein Leben lang verfolgten.
Schon als Kind geht Alois seine eigenen Wege und hängt wie ein Träumer seinen Gedanken nach. Beim Laufen über die heimischen Wiesen fühlt er die vielen Quellen, die tief unter der Erde im Verborgenen liegen. Nach schockierenden Erlebnissen als Soldat im Ersten Weltkrieg werden ihm später auch immer öfter Bilder erscheinen, die auf die Zukunft verweisen. Alois folgt der Tradition, übernimmt den elterlichen Hof und wird Bauer. Doch schon bald zerstört ein großes Feuer fast sein gesamtes Hab und Gut. Es sei Brandstiftung gewesen und er wisse, wer der Täter sei. Doch könne er dessen Schuld nicht beweisen. Eine verlorene Ernte und fehlende Rücklagen erschweren den Wiederaufbau und schließlich muss Alois Illmeier seinen Hof und seine Existenz aufgeben. Er verlässt den Weiler Oberscharam und zieht mit seiner Familie in die nahegelegene Stadt Freilassing. Von nun an muss Alois Illmeier seinen Lebensunterhalt als Brunnenbauer verdienen und zieht so von Hof zu Hof. Auch auf dem Oberhof in Irling sollte damals ein Brunnen gegraben werden. Der Bauer Ober war da noch ein kleiner Bub. Er weiß aber noch genau, wie seltsam es war, als sein Vater deshalb Alois Illmeier aufsuchte. Denn Illmeier bestimmte die Position des Brunnens vom weit entfernten Freilassing aus, ohne jemals zuvor in Irling gewesen zu sein. Der ist ja runtergefahren von der Verwandten, hat ihn rot gekriegt. Der Illmeier kann Brunnen graben und kann die auch die Dinge suchen, die Quellen suchen. Und hat auch dort, mein Vater, wie er dort zu Freilassing bei Illmeier war, dort schon gesagt, er war noch nie bei uns da. Und der hat gesagt, du kriegst einen Brunnen auf einen Anhöhen um und da gehen drei Grenzen zusammen. Fast genau. Und da kriegst du einen Brunnen. Und das hat er ihm da schon gesagt, er war noch nie in Irling. Ja. Jetzt durch die vielen Stauen sieht man jetzt das gar nicht so genau. Aber es ist ziemlich genau ungefähr da die Gemarkung. Das gehört den Nachbarn, das gehört mir, das gehört den Huberpflegen. So ist das. Und das haben wir da erst sparmächtig dann erfahren, dass das genauso stimmt, wie er es gesagt hat. Zum Graben kam Illmeier dann selbst auf den Hof. Doch das mühevolle Sprengen hinunter in die Tiefe schien zunächst vergeblich. Es wollte kein Wasser kommen. Und ich war das noch gut, wie mein Vater gesagt hat, da haben wir 44 Meter unten gewesen. Jetzt mag ich nicht mehr, hat er gesagt, ich glaube, dass nicht mehr da Wasser kommt. Und dann hat der Illmeier gesagt, ich seh's, da kommt da Wasser, das sind drei Quellen, die da zusammengehen, du kriegst so viel Wasser, hat er gesagt, dass du praktisch gesagt, eine Stadt aufsagen kannst. Ob das dann wirklich so war oder nicht, weiß ich nicht. Aber wir haben 1976, kann man mir ungeheuer Druck aus Jahr gehabt. Das ist uns das Wasser nie ausgegangen. Bei den anderen haben sie gar gewinnt, das Wasser, uns ist nie ausgegangen. Und seine Voraussage hat genau gestimmt. Brunnen um Brunnen baute Alois Illmeier und seine Arbeit führte ihn weit über die Grenzen Freilassings hinaus. Die Quelle zu finden und einen Brunnen zu graben, dauerte oft wochenlang. Und Illmeier blieb so lange, bis der Brunnen fertig war. Dass der Brunnenbauer auch ein Hellseher sein soll, sprach sich schnell herum. Und so kamen die Leute zu den Höfen, auf denen Illmeier gerade arbeitete. Es war die Zeit des Zweiten Weltkriegs und viele wollten in Zeiten der Not etwas über die ungewisse Zukunft erfahren. Der wird viel gesehen haben, was ich jetzt vielleicht schon hinter mir habe. Der hat eben das gesehen, was unser was nicht kann. Und das ist ja halt auch so eine Erinnerung, wo ich da habe, nicht? Und wie der Illmeier bei uns da hell gesehen hat. Und er hat da viel
hat er was gesagt. Bei den Leuten wollten wissen, wenn die Söhne im Krieg waren, haben sie gesund, wo haben sie und so weiter. Da hat der Ilmeier gerade ein bisschen braucht, dass er das einen Anhaltspunkt gehabt hat von dieser Person. Ich meine, wenn er geschaut hat, hat er so, sagen wir mal, mehr oder weniger auf einer Seite hingeschaut und hat sich angestrengt. Das hat man gekannt, dass er sich angestrengt hat. Und dann hat er das gesagt, so und so. Und er hat uns auch mal das erzählt, das geht bei ihm, sagt er, wir haben einen Film vorbei. Sagt er, einmal sagt er mehr, dann wieder weniger, dann hat er einmal verschwommen. Nicht? Aber an sich geht es wie mit einem Film vorbei, hat er gesagt. Das hat er uns verzeiht, das weiß ich. Ich wollte da bloß den einmal sehen und glaubt habe ich das sowieso nicht. Und man denkt, das ist ein Scharlatan. Es gibt ja gar nicht, dass einer was voraussagt. Oder das hab ich, die Leute haben es gesagt, aber ich habe es nicht geglaubt. Und man denkt, ja, was gebe ich ihm denn für Beutel? Ich habe keinen gehabt, der wo gerade verschütt war oder verschollen. Und dann habe ich die Beutel genommen, da wo ich gewusst habe, dass sie schon gestorben sind. Gell? Weil das, der eine ist im August, der andere im Dezember gefallen. Und dann habe ich ihm da zuerst einmal das Beutel gezeigt von meinem Freund. Und dann sagt er, schau das an. Und dann schaut er so in die Ferne. Und dann sagt er, nein, das sehe ich verschleiert, der lebt nicht mehr. Und dann habe ich ihm das andere noch gegeben vom Bruder. Und dann hat er die so geschaut. Und das Gleiche. Nein, den Sieg in einem Kornfeldling, hat er gesagt. Die sind beide in Russland gefallen. Aber, und was mich verbrüht hat, hat er gesagt, aber das weißt du ja schon. Jetzt war mir das zuwider, haben wir gedacht, jetzt hat er gespannt, dass ich bloß aussuchen möchte. Und habe ich gesagt, na ja, es könnte sein, dass das nicht stimmt, weil es ist öfter was gekommen und hat dann hinten noch nicht gestimmt. Nein, hat er gesagt, die sind beide gefallen. Ja, ich weiß von einer Frau, das ist ein älteres Mutterl gewesen, sein Bub war im Krieg. Und der hat ein paar Träume gesagt, hat dem Bub geht's gut. Und dann hat er gesagt, zu uns danach, wie die Frau dahin war. Ich hab der Frau das nicht sagen dürfen, der Bub ist schon lange tot, hat er gesagt. Das habe ich nicht sagen dürfen, weil die hätte es nicht auswählen. Das hat er uns verzeiht. Er hat das alles gesehen, dass er schon lange nicht mehr lebt. Aber er hat die Frau geschont. Durch das hat er gesagt, er lebt und er kommt heim, damit sie zufrieden war. So Hoffnung hat er. Ilmeiers Blick in die unterschiedlichsten Schicksale und Lebenswege lässt ihn unter seiner Sehergabe leiden. Oft habe er geäußert, er hätte sie lieber nicht. Diejenigen, die ihn um Auskunft baten, waren fast immer in Not oder Sorge. Die Umstände, die Ilmeier dann umgaben, waren düster und von Angst geprägt. Doch er setzt sich immer wieder diesen Stimmungen aus, obwohl es ihm oft sehr schwer fällt, seinem Gegenüber die schlechten Nachrichten mitzuteilen. Auch der Bauer Ober fragte Alois Ilmeier nach seiner Zukunft. Ilmeier gab ihm Auskunft über Heirat und Kinderzahl, wollte aber weiter nicht viel sagen. Er würde es schwer haben. Mehr ließ sich Ilmeier nicht entlocken. Nach einer Reihe von Unglücksfällen in der Familie muss der Bauer heute alleine mit seinem Sohn das Anwesen bewirtschaften. Für ihn sind die unglücklichen Geschehnisse auf seinem Hof aber kein Zufall. Ich glaube, dass da alles vorbestimmt ist. Und machen kannst du gar nichts, glaube ich. Weil das ist dir einfach aufgesetzt, wie es dir geht. Also anders sehe ich das nicht. Wir waren auch lieber, ich brauche nicht so viel arbeiten in China. Ne? Ist aber nicht. Ne? Aber die Situation ist einfach so. Ne? Wir zwei haben wir allein, praktisch gesagt. Nee, und momentan schaut es nicht aus, dass es gleich anders wird. Ja. Ich glaube, dass uns das alles aufgesetzt ist. Dass du gar nichts machen kannst.
Die Geschichten derer, die ich traf, stellen mich immer wieder vor das gleiche Rätsel. Wie kann man um Dinge wissen, die erst noch geschehen müssen? Jeder einzelne Lebensweg wird durch eine Vielzahl anderer Lebenswege geprägt und verändert und von immer neuen Zufällen in immer neue Bahnen gelenkt. In all der Zeit fiel mir auf, dass die meisten, die Alois Irlmeier aufsuchten, seine Prophezeiungen wie selbstverständlich in ihr Weltbild einbauen konnten. Man tat seine Arbeit, grübelte nicht lange und nahm die eigentlich unfassbaren Voraussagen zwar mit einer gewissen Verwunderung, aber schließlich doch mit auffälligem Gleichmut hin. Nur ganz wenige blieben länger von ihren Erlebnissen mit Irlmeier beeindruckt und schenkten dem Erfahrenen tiefere Bedeutung. Und nur vereinzelt gab es Menschen, die den Hellseher regelmäßig um Rat baten. Der Zimmerermeister Reinhard Loy war seit seiner ersten Begegnung von den Voraussagen wie gefangen. Dass alles genau so eintrat, wie Irlmeier sagte, beschäftigte ihn noch immer. Nein, daran kann man sowas nicht. Kann man nicht. Er hat mich schon gekannt und so, aber der hat auch in mir nicht eingesehen, was ich denke und so. Aber der hat Leute geschaut und dann hat er so ein bisschen einen Bonn reingeschaut, die Augen so halb zu. Und dann ist er in den Tee gegangen. Mir ist bloß, weil ich war ja öfters drunter, mir ist bloß aufgefallen, bei abnehmendem Mund war er nicht so gut. Und bei wachsendem Mund oder Vollmund, da war er unheimlich. Ja. Aber so ganz verstehe ich es einfach nicht. Zum Beispiel, dann war das ja auch vorbestimmt, dass wir mit der Kamera da sitzen und den Film machen. Ja, wahrscheinlich. Weil wenn die es nicht gewinnen wären, dann wären sie ja nicht da. Ja. Für mich ganz schwer vorstellbar, dass man es selber nicht in der Hand hat. Nein. Hat man es in der Hand, nein, selber? Was meinen denn Sie? Nein. Das ist auch mit jedem Verkehrsunfall so. Warum muss der genau auf Sekunden dort sein, wo der andere herkommt? Ja. Das ist mir schon einige Mal so passiert, dass ich es genau beieinander gehabt habe. Dass bloß mehr Zentimeter dazwischen waren. Wenn der eine Lastung überholt und ich komme gerade daher. Ich habe manchmal so Ahnungen an der Kurven, da musst du jetzt vorsichtig sein. Ja. Ich habe schon über 2 Millionen Kilometer gefahren und noch nie einen Unfall gebaut. Ich habe 60 Jahre im Führerschein. Was glauben aber blöd hat es mir schon oft. Was glauben Sie, wenn zum Beispiel jemand stirbt? Meinen Sie, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand jung stirbt, dass man das vorher schon weiß? Das weiß ich nicht. Mir sind schon 2 Kinder gestorben. Da kannst du nichts machen. Ich habe den Irlmeier mal gefragt wegen den Kindern, weil ich bin mit meiner damaligen Braut runtergefahren. Na, habe ich gesagt, wie viel kriegen wir denn Kinder? Dann hat er gesagt, 4. Dann habe ich gesagt, ich möchte bloß 2. Dann hat er gesagt, ja, ich sehe 4, hat er gesagt. Ich kann nichts anderes sagen. Ja. So, ja, wir möchten da bloß 2 Kinder, so 4 Kinder, die sind da zu viel. Ja, sagt, ich kann dir nicht helfen, hat er gesagt, ich sehe 4. Dann habe ich wieder einmal gefragt, so, ja, was ist noch mit meinen Kindern und so. Da haben wir, damals haben wir 3 gehabt. Nachher sagt er, da brauchst du nichts denken, hat er gesagt, da lernt er jetzt einen gescheiten Beruf. Da brauchst du keine Sorgen machen, hat er gesagt. Aber sonst hat er mir über die Kinder nichts gesagt. Man wundert sich bloß dabei. Man wundert sich, ich kann nichts anderes sagen. Da hat er mir auch wieder gesagt, was
dass ich daheim weggehe. Dass ich so 55 rum gehe daheim weg. Ja, da nach Stuttgart raus. Ja. Und dass ich bloß zweieinhalb Jahre bleibe. Und dann gehe ich auf Mingere. Ja. Zu einer großen Firma auch. Da habe ich noch nicht geahnt, dass ich zum Savi komme. Und ja, dann bin ich 57 im Herbst. Am 1. September habe ich zu Mingere angefangen. Auch. Da war ich noch 12 Jahre. Und da hat er mir gesagt, wie ich auf Mingere gekommen bin. Er hat gesagt, ich brauche eine Wohnung. Ja, dann hat er gesagt, ich krieg keine Wohnung, ich kaufe mir ein Haus. So, wir sollen mir nie ein Haus kaufen, also, ich habe kein Geld. Ja. Da sagt er, das geht ganz automatisch. Ja. So, in Zminger ein Haus kaufen soll ich da. Das ist viel zu teuer. Da sagt er, Zminger nicht. Ja, der Isar entlang da zwischen Minger und Deitz. So 30 Kilometer weg von Minger. Ja. Ja, und da habe ich 58 im Januar habe ich dort ein Haus gekriegt. Jetzt ist das eingetroffen. Ja, da hat er doch recht. Ja, das ist auch eingetroffen, hat er doch recht. Ja. Das kann ich nicht beschreiben. So. Ja. Weil mir glaubt, ich war immer ungläubig, aber das gibt's doch nicht. Und ist wieder was eingetroffen. Ja. Komisch. Wie wäre wohl das Leben, wenn man wüsste, was einen erwartet? Auch Alois Irlmeier, der scheinbar seinen eigenen Lebensweg vor sich sah, konnte dem eigenen Schicksal nicht ausweichen. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg nimmt das Interesse an seinen Fähigkeiten immer weiter zu. Aus ganz Deutschland reisen nun Menschen an und kampieren manchmal tagelang vor Irlmeiers Haus, um endlich ihre Fragen stellen zu dürfen. Von Irlmeiers Antworten erhoffen sie sich immer wieder Halt und die Kraft, mit dem eigenen Schicksal besser zurechtzukommen als bisher. Er ist dann so überlaufen gewesen, dass es ganz aus war. Die Leute sind Schlangen gestanden vor dem Haus. Das ist nicht mehr zum Ausweichen, hat er gesagt. Das kann man nicht mehr. Kann man ja vorstellen, weil er hat ja unter der Hochwarte Niederbayern, da der Brunnergram, und am Samstag, Sonntag ist er plötzlich überfallen worden von den Leuten. Da sind Schlangen gestanden vor dem Haus. War immer dasselbe Beutel. Und der Postbote auch noch, der hat auch gesagt, nein, mein Gott, nein. Also ganze Dinge voll Post hat er gekriegt, voll Taschen voll Post und alles, was die Leute geschrieben haben. Und also war, ich stelle mir vor, dass das auch anstrengend war und nicht schön war. Dass das kein schönes Leben war mehr für ihn. Die Umstände des Hellsehens seien ein wenig vergleichbar mit einer Zugfahrt, habe Irlmeier einmal gesagt. Ihr sitzt im Abteil und seht die Landschaft an euch vorbeiziehen. Ich aber, ich sitze vorne auf der Lok und kann sehen, wohin wir fahren. Steuern kann ich den Zug allerdings auch nicht. Irlmeiers Gabe wird ihm immer mehr zu einem Fluch. Nur durch seine Arbeit findet er noch zu seinem eigentlichen Leben zurück. Beim Brunnengraben auf dem Land, fern von Freilassing, kann er dem Trubel und Drängen um seine Person noch ein Stück weit entfliehen. Und doch, der einfache Brunnenbauer wird populär und steht auf einmal im Zentrum des öffentlichen Interesses.
Im großen Trubel um seine Person äußert sich Alois Irlmayr in einer Zeitung zur Zukunft des Weltgeschehens und nennt als Datum für den Ausbruch des Dritten Weltkrieges das Jahr 1950. Der Irrtum wiegt schwer. Nun schreibt man nicht mehr über den Propheten, sondern über den Scharlatan von Freilassing. Verhöhnt und verlacht zieht sich Alois Irlmayr zurück. Die letzten Jahre vor seinem Tod verbringt er abgewandt von der Gesellschaft. Der einfache Bauer aus Oberscharam, der trotz seiner tiefen Verwurzelung zeitlebens ein Fremder blieb, verschwindet. Und mit ihm auch sein Blick in eine unsichtbare Welt. Hat er dann seinen eigenen Tod vorausgesehen? Oder den hat er vorausgesehen, ja. Das hat er mir gesagt, weil ich gesagt habe, ja, er war im Zahn herausgestanden, am Ziel dort. Dann habe ich gesagt, ja, ist alles vierte und so. Komm schon mal wieder vorbei, gell. Dann sagt er, wir sehen uns nicht mehr. Dann sage ich, wieso? Er sagt, ich lebe nicht mehr lang. Dann sage ich, du schaust dir noch gut aus, bist du noch gut beieinander? Nein, ich weiß, hat er gesagt, ich lebe nicht mehr lang. Ja. 5 Wochen drauf war er weg. Es ist unheimlich, das kann man nicht begreifen, wie der Kerl war. Er war ein ganz einfaches Mädel. Er war kein großer Geschäftsmann, sonst hätte er auch Geschäft draus gemacht. Er hat nämlich nichts genommen. Ja, wenn ich dort war bei ihm, nichts, er hat kein Geld genommen, nichts. Ja. Wenn ich da helfen kann, hat er gesagt, na du es. Ja. Und was er mir gesagt hat, das ist rausgegangen. Bis jetzt hundertprozentig, wenn ich so zurückschaue, mein Leben verfolge, es ist alles genau gekommen, wie er gesagt hat. Und dass er mir das nicht gesagt hat, dass 2 Kinder sterben, das begreife ich, weil das hat er nicht gern tut. Also. Und dann habe ich mir gesagt, ja, was fahre ich 2, gell, wenn man 4 hat. Das ist ganz logisch. Erinnerungen an Alois Irlmayr wurden über die Jahre unscharf und immer mehr zu einer Sage. Die Geschehnisse um ihn wirken oft fantastisch. Wirklich erklären lassen sie sich nicht. Und doch haben sich seine Voraussagen in echten Biografien manifestiert und sind Wirklichkeit geworden. Bei allem, was Irlmayr sah, er sah viel Leid und konnte doch nichts dagegen tun. Für ihn war das Geschehen scheinbar schon festgelegt, das Stück bereits geschrieben. Er selbst war lediglich der erste Zuschauer.